Mit modernen Mitteln eine vergangene Epoche ergründen. Das ist das Konzept des Fugger und Welser Erlebnismuseums. Im Mittelpunkt stehen die zwei berühmten Augsburger Unternehmerdynastien, deren Geschäfte Augsburg zu Beginn der Neuzeit, also Anfang des 16. Jahrhunderts, zu einer bedeutenden Stadt machten. Augsburg hat tatsächlich eine ganz zentrale Rolle gespielt. Also Augsburg war ein europäisches Zentrum. Eigentlich ist es ja, man könnte fast sagen, ist es ja überraschend, weil eine Stadt im Hinterland, wie kommt die dazu, plötzlich im Reigen der großen Städte mitzuspielen? Die Realisierung des Museums beschäftigt die Augsburger Regiotourismus schon sehr lange. Umso ärgerlicher, dass es kurz vor der Eröffnung zum Bruch mit den ursprünglichen Kuratorinnen der Ausstellung kam. Der Streit hinter den Kulissen scheint die Eröffnung aber nicht verzögert zu haben. Ja gut, die Vorfreude ist natürlich da. Wir haben sehr lange an diesem Thema gearbeitet. Jetzt, wenn man es mal zusammenrechnet, 15 Jahre, jetzt wird dann das Haus eröffnet und da freut man sich natürlich, obwohl die Freude, die war eigentlich jetzt dann schon die letzten Tage da, als wir gemerkt haben, wir kriegen es hin, wir können alles termingerecht umsetzen und von dem her gesehen ist man erfreut und erleichtert. Am gestrigen Samstag wurde das Museum feierlich eröffnet. Nach einem Festakt im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses konnten sich die Bürger beim Tag der offenen Tür einen ersten Eindruck von ihrem neuen Museum machen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.